Hallo du, heute mal was anderes, da ich nicht reden kann. Habe ich etwas Hilfe von meiner Mama. Zurzeit ist es schwer für mich, da ich viele Probleme habe, die sich verschieden äußern. Zum Beispiel, ich brauche gerade viel Schlaf und schlafe immer wieder ein und brauche Ruhe und bin total erschöpft. Eigentlich soll ich aufstehen, aber ich komme nicht mal alleine aus dem Bett, weil ich kann gar nicht gehen im Moment. Meine Motorik ist blockiert. Ich laufe ganz, ganz langsam und brauche dabei auch noch Hilfe. Anziehen und Kleider aussuchen kann ich in diesem Zustand auch nicht alleine. Beim Umziehen brauche ich Hilfe, beim Anziehen, beim Ausziehen, bei der Wahl der Kleider, je nach Wetter und Temperatur. Ich kann gerade gar nichts machen. Und wenn ich mich zu kalt anziehe, dann friere ich jetzt, weil es wird jeden Tag ein bisschen kälter. Im Moment regnet es wie aus Kübeln bei uns. Aber wenn wir Glück haben, kommt aufs Wochenende Schnee. Und da freue ich mich schon drauf. Dann kann ich mit dem Papa in den Schnee gehen und ich freue mich da über jede kleine Schneeflocke wie ein kleines Kind. Reden, wie ihr merkt, kann ich im Moment gar nicht. Und so müssen wir auf alle Arten der Kommunikation zurückgreifen. Manchmal schreiben wir Botschaften, aber das fällt mir heute auch noch schwer. Wir reden also mit Händen und Füßen und ab und zu muss meine Mama raten vom Gesicht, was gerade wichtig wäre. Zum Beispiel, ob ich Hunger habe oder Durst oder ob ich müde bin. Und manchmal kann ich nicht mal mehr entscheiden, dass ich dann ins Bett gehen muss. Also muss ich geschickt werden oder begleitet werden oder abgeschleppt werden. Wir gehen dann Schritt für Schritt und manchmal hänge ich mich hinten wie ein Zugwaggon an Mama an, die dann meine Lokomotive ist und mich in die richtige Richtung schleppt. Entscheidungen kann ich nach einem Overload auch nicht. Da bin ich total verwirrt. Ich kann kaum einen geraden Gedanken fassen. Und da bin ich froh, wenn meine Familie mir hilft und die Entscheidungen abnimmt, die wichtig sind. Dieser Zustand, diese Blockade im Gehirn geht ungefähr 4 bis 5 Tage. Essen und Trinken ist auch schwierig, weil ich habe da überhaupt keinen Appetit. Oh, ich bin schon wieder müde. Aber man muss essen und vor allem trinken, weil das Gehirn besteht zu ganz vielen Teilen aus Wasser. 90%, boah, so viel. Und wenn man nicht trinkt, dann kann das Gehirn nicht denken und dann wird die Blockade im Gehirn auch nicht aufgelöst. Also muss ich viel trinken, obwohl ich überhaupt nicht will. Und meine Mutter zwingt mich dazu. Auch wenn es dir nicht passt, muss sein. Genau. So, das letzte Video hatte Elena gerade noch gedreht, vor dem Overload. Und das ist jetzt der Zustand danach. Wenn das Gewitter im Kopf, der Sturm im Kopf war, dann folgt 4-5 Tage Minimum Ruhe, bis alle Informationen und Gehirnzellen wieder geordnet sind. Also, ich wünsche euch viel Glück und hoffe, dass ich zum nächsten Videodreh wieder reden kann. Das soll glaub heißen, wenn ihr irgendwelche Nachrichten schicken wollt, kennt ihr den Ablauf und ich gehe jetzt ganz schnell wieder schlafen. Tschüss!